Ja, wir sind heute nach Böhl gefahren. Böhl ist für uns mehr oder weniger das Wohnzimmer. Wir fahren hier ultra gern her, nehmen uns dafür auch immer einen halben Tag frei, fahren rechtzeitig los im Gegensatz zu anderen. Und ja, unsere Taktik war klar, wir legen es heute von Anfang an. Also wir wollten gleich vorne stehen, gleich losfahren. Ich habe Simon am Anfang gesagt, dass ich heute absolut auf Sieg fahre. Mir ist Geld, Prämie, ist mir alles egal. Ich will einfach hier gewinnen. Ich habe ja 2004 gewonnen und seitdem, Böhl ist einfach von der Atmosphäre so schön. Also es gab Mutterstadt, das war ähnlich, aber Böhl ist einfach ein Rennen für sich. Mir liegt es, das sind 4 Geraden, 4 Kurven. Und wir sind ja gleich richtig gut losgehämmert. Zweimal Ermanns, Steffen und ich. Der Pascal kam noch dazu von Racing Students und der hat nicht richtig drauf getreten. Und ja gut, dann wird es ein bisschen zäh. Vor der ersten Wertung holen sie uns, aber wir waren noch voller Adrenalin, haben Gas gegeben, hatten die ersten 5 Punkte. Und dann war es natürlich immer schwierig. Der Christopher Hatz ist heute ultra starkes Rennen gefahren. Und wenn der losgefahren ist, dann war es natürlich für uns alle hinten echt hart. Aber ich hatte mit dem Steffen einfach, ich glaube, ich habe den stärksten Anfahrer mit ihm dabei. Der nimmt auch mal 3 Runden von vorne Volley und bringt mich dann immer noch auf die Zielgerade. Und ja, ich hatte heute einfach einen super Tag. Mir liegt es sehr. Der 11 hat funktioniert. Und dann, ja, wenn du mit 55, 11 da runterhämmerst, da fahren immer viele vorbei. Und ja, ich bin sau glücklich, wirklich. Ich bin richtig stolz auf den Steffen und mich. Und ja, ist geil, ist ein schönes Rennen. Ich freue mich, nächstes Jahr wieder herzukommen. Waren überrascht, dass es so schnell losging. Gleich mal Fabian und den 2 Kempnern an der Gruppe. Es war unerwartet, aber eigentlich gute Situation für uns, weil wir da die Racing Students ein bisschen unter Druck setzen konnten. Und ja, wahnsinnig schnell. Alles, was Rang und Namen hat, am Start gewesen. Meiner Seite aus. Klar, und in der Wertungsrunde, da fehlt mir immer noch ein bisschen so. Ja, vielleicht auch ein bisschen die Kilos, um da so richtig schnell um die Kurve zu kommen. Das ist natürlich Andis Stärke. Aber ja, absolut zufrieden. Kai war wieder stark von uns. Kai Litzer von uns mega stark. Und ja, als Team im zweiten Platz, also können wir echt zufrieden sein heute. Genau. Am Anfang hatte ich die Strategie, es zu machen wie am Sonntag in Dingenfeld. Gleich am Anfang punkten. Was man hat, hat man. Aber da ging nichts. Ich habe dann versucht, noch 2 Prämien zu holen. Das hat, glaube ich, einmal geklappt. Und danach wusste ich, in den Wertungen geht es gegen die Teams ziemlich schwierig. Dann habe ich einfach hinten mal abgewartet, wie sich das Rennen so entwickelt. Und ja, habe einfach voll auf die letzten Wertungen gesetzt. Aber die letzten beiden vor der Schlusswertung liefen auch nicht. Habe ich schon gedacht, oh, das wird heute nichts. Aber dann 5 Runden vor Schluss habe ich einfach alles riskiert, alles reingelegt. Und dann war ja zum Glück noch der Marc Dörri dabei. Und der hat mich können wenigstens ab und zu mal ein bisschen ablösen. Und ja, dann hat es ja hauchdünn vor Simon Nuber am Schluss gereicht. Ich bin natürlich überglücklich. So ein Kerberennen-Podium, das hat natürlich einen Wert. Ja, wir waren heute zu dritt am Start. Der Felix Drum, Fred Dobrowski und ich. Wir sind aber jetzt recht entspannt an das Rennen rangegangen. Wir wussten nicht genau, wie die Kriteriumsform ist nach den ganzen Rennen, nach den langen Rennen. Wir hatten jetzt vorgestern noch ein Rennen in Holland über 200 Kilometer und dann ist es ein bisschen eine komplett andere Belastung. Auch die Antritte sind da nicht so wichtig. Aber so, ich habe die ersten 10, 15 Kilometer gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Und dann lief es aber immer besser, ja. Wenn das Rennen jetzt nochmal 20 Kilometer länger gewesen wäre, hätte ich die Kriteriumsheizer hier noch ein bisschen mehr ärgern können. Aber ja, das kommt, wenn ich ein paar mehr Kriterien fahre, dann macht das noch mehr Spaß. Für alle.